Freitag, der 23. Februar 2018. Eishockey Deutschland schreibt Geschichte. Und was gibt's Schöneres als diesen Tag mit einem Sachsen-Derby abzurunden? Herzlich willkommen in Dresden. Ja, die Lausitz der Füchse heute zu Gast in Dresden. Für die geht es eigentlich noch um alles. Die wollen noch in die Pre-Playoffs kommen. Kämpfen aktuell gegen die Abstiegsrunde. Und es bringt die Scheibe aus der eigenen Zone raus. Schmidt wird von Tegaev unter Druck gesetzt. Und Tor für unsere Gäste! 1:0 für die Lausitzer Füchse. Guter Einsatz da von Arthur Tegaev, der da die Scheibe von Thomas Schmidt holt. Und dann bedient er Chris Neuert, der die Scheibe in das lange Eck versenkt. Und somit 1:0 die Führung nach etwas mehr als 6 gespielten Minuten. Sie hören vielleicht über das Außenmikro. Stimmung wirklich gut hier in der Energieverbund Arena. Beide Lager schenken sich da nichts. Bojasinov bringt die Scheibe ins Drittel. Ja, Vierkampf da an der Bande. Lausitzer wieder sehr aggressiv da. Gutes Vorchecking. Ranta bringt die Scheibe auf und abgefälscht. Bojasinov trifft gegen seinen alten Verein. 2:0. Aber es gibt den Videobeweis. Angezeigt vom Hauptschiedsrichter. Ja, wird wahrscheinlich darum gehen, ob der Schläger vielleicht zu hoch war oder Feo im Strafraum stand. Im Strafraum, im Torraum abseits stand. Ja, Torraum denke ich war es nicht. Dafür stand er zu weit weg vom Tor. Aber hoher Stock könnte es gewesen sein. André Mücke erkundigt sich da jetzt auch nochmal im Schiedsrichter gespannt. Und wir werden gleich mal reinschauen können in die Bilder. Da sehen wir den Hauptschiedsrichter mal mit André Mücke im Gespräch. Auf den ersten Blick so heraus würde ich sagen, reguläres Tor. Ich lasse mich jetzt gern eines Besseren belehren. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit kann wirklich bloß sein, der hohe Stock. Aber da schauen wir jetzt einfach mal rein. Da sehen wir, da arbeitet Bojasinov noch vor dem Tor, steht ganz allein. Ja gut, es zählt immer da, wo der Punktkontakt entsteht. Wo dann, auf welcher Höhe da der Schläger ist. Aus der Übertor werden wir es nicht wirklich sehen. Müssen wir aus der normalen Perspektive werden wir es gleich nochmal sehen. Ja, für Stefanisin definitiv nicht zu halten. Na. Aber er zeigt es auch gleich an, hoher Stock, was wahrscheinlich jeder so wieder machen würde in der Situation. Ja, hier können wir es echt schwer zu erkennen. Stock ist auf Schulterhöhe vom Dresdner Verteidiger. Durchaus möglich, dass das die 2:0-Führung für die Lausitzer Füchse sein kann. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut des Hauptschiedsrichters stecken. Das ist eine echt schwere Entscheidung. Ja, das wäre es natürlich, wenn hier Bojasinov an seiner Einwirkung. Und Tor! Er entscheidet auf Tor, die Gäste erhöhen auf 2:0. Richtig guter Start von den Lausitzer Füchsen. Führen jetzt nach knapp 7 gespielten Minuten mit 2:0 gegen die Dresdner Eislöwen. Ja, da stand Dominik Kramtin einfach zu weit weg von Bojasinov. Da müssen die Dresdner vom Tor einfach besser arbeiten und die gegnerischen Angreifer mehr unter Druck setzen. Und zu Hayes. Hayes mit dem Schlagschuss am Tor vorbei. Ein neuer Schlagschuss. Oh, und das ist das Tor. Rutscht da durch die Beine von Sebastian Stefanisin. Und damit das 3:0 für die Lausitzer Füchse. Ja, Marius Schmidt arbeitet da auch gut vorm Tor. Ja, wenn er nicht nimmt hier Stefanisin die Sicht. Wenn er nicht sogar noch dran war.
Jetzt sehen wir es auf der Übertorkamera nochmal. Schmidt hat natürlich die Passestatur, um da dem Torhüter die Sicht zu nehmen. Ja, man sieht es auch, wie Stefanis die versucht, da an Schmidt vorbeizugucken. Er ist auf Owens, der an der blauen Linie positioniert ist. Eiswasser kann die Scheibe wiederhalten über Jeff Hayes. Jetzt sieht Hayes Eis immer wieder am Drücker, Zauner. Die Scheibe hoch raus, wird aber Icing geben. Aber ja, jetzt gibt es eine Schlägerei. Owens. Ich sehe es nicht mehr auf Dresdner Seite, es könnte Zauner gewesen sein. Ja, das war Sebastian Zauner. Lenny Kramer kommt auch noch zur Unterstützung. Was der Auslöser war, kann ich gar nicht sagen, aber es fährt immer mehr Leute hin. Ja, Maximilian Adam ist da mit dabei. Ist das schon der Frust auf Dresdner Seite, Robin? Ja, 3:0. Ich denke schon, 3:0 darfst du zu Hause eigentlich nicht zurückliegen, vor allem nicht im Sachsen-Derby. Zauner wird ja auf die Bank geschickt. Im Duell gegen Schmidt hier, da hat er sich natürlich einen richtigen Ausgang. Hier, klasse zu sehen aus der Kamera. Bojasinov bearbeitet da auch den Dresdner von der Bank aus. Ja, so eine Situation wäre natürlich auch prädestiniert für Matt Zidal, der bei sowas auch immer eingestiegen ist. Ja, oder ist das vielleicht jetzt einfach nochmal der Versuch, dem Dresdner, der Dresdner Mannschaft einen Impuls zu geben? Ja, die Dresdner müssen ja irgendwie ein Zeichen setzen. Und wenn das jetzt zum Beispiel das Zeichen von Sebastian Zauner an die Mannschaft war und es gelingt, hat er alles richtig gemacht. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die Schiedsrichter das nötige Fingerspitzengefühl haben beim Strafmaß für beide Mannschaften. So, was gehört halt nun mal zum Eishockey dazu, vor allem zum Derby. Ich hätte gerne noch mal gesehen, wie sich das Ganze entwickelt, ob es da einen verbalen Austausch zwischen beiden Spielern gab. Ja, vielleicht sehen wir es noch mal aus der Weitwinkelkamera. Vielleicht hat es die Regie gleich noch mal vor uns parat. Da sehen wir es noch mal. Am unteren Bildrand sehen wir den Check da von Zauner. Ja, und dann Jeff Hayes noch mal zurück. Ja, das ist natürlich eine Rangelei, die gehört zum Eishockey dazu und so langsam, man sieht es, man kommt in den Playoff-Modus. Götz setzt sich da schön durch auf der rechten Seite. Schuss, Tor! 4:0 für die Lausitzer Füchse. Ja, Kucheta mit einer tollen Übersicht in die lange Ecke. 4:0 für Weißwasser. Ja, wir sehen es, kein Verteidiger geht so wirklich ran, attackiert Kucheta da. Und er hat freie Möglichkeit da, in die obere linke Ecke einzunetzen. Ja, und wie bitter ist das aus Dresdner Sicht? In dem Derby, wo es ja auch um Prestige geht, auch noch zu Hause 0:4 der Spielstand. Das ist schon eine klare Ansage. Weiser fordert die Scheibe an den Blauen, bekommt die Scheibe auch, bringt sie Richtung Tor. Ja, wieder zu leicht, geht die Scheibe raus. Kann ja für Weißwasser, Bojasinov. Ah, schöne Bewegung von Bojasinov, kein Tor, kein Tor. Und Robert Hoffmann, der Trainer der Lausitzer Füchse, beschwert sich da lautstark, ist auf der Bank. Der Hauptschiedsrichter hat es sofort angezeigt. Er zeigt Videobeweis an jetzt. Wow, und fährt zum Videobeweis. Wir gucken uns das Ganze natürlich in der Wiederholung an. Bojasinov hier, schöne Bewegung. Ja, dann bekommt Jeff Hayes die Scheibe an den Schlittschuh? Ja, das ist natürlich also, die Frage der... Ja, aber in meinen Augen keine Kickbewegung. Ja, also Kickbewegung ist aus meiner Sicht nicht zu erkennen. War für mich reguläres Tor. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht zählen sollte. Ja, der Treffer sollte zählen, denke ich. Wie laut ist der Füchse?
Und damit erst das 5:0. Da hier sehen wir nochmal Robert Hoffmann, der sofort reklamiert hat, hat sofort angezeigt, dass das jetzt schon das zweite Mal ist. Du, ich bin Robin ganz offen und ehrlich, weiß, was er hat sich das definitiv verdient. Dresden. Ja, Tor 5:0. Wir haben gesagt, von Dresden kommt einfach kein Aufbäumen. Sie zeigen ja nicht, wer die eigentliche Heimmannschaft ist. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Null Offensivdrang. Man verliert einfach zu viele Bullies, viele Fehlpässe. Zu oft ist er abseits gelaufen. Es häuft sich heute leider aus Sicht der Dresdner Eislöwen. Und wie gesagt, dass sie es eigentlich besser können, haben sie in den letzten Spielen gezeigt. Der Name ist ja, denke ich, endgültig drauf. Und die Lausitzer Füchse nehmen drei wichtige Punkte im Kampf für die Pre-Playoffs. Ich bin offen und ehrlich, eigentlich war da vorher schon drauf. Ein bisschen Hoffnung hatte ich dennoch. Ja, und Weißwasser ist natürlich wieder dick im Geschäft drin, was den Einzug in die Playoffs angeht. Oh, da muss man auf die Wiederholung schauen. Die Attacke habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall Kummelig-Ausgast mit dabei. Ja, gegen Schmidt, Kummelig-Ausgast, dafür überhaupt nicht bekannt eigentlich. Schmidt ja, hat man ja kurzzeitig im zweiten Drittel schon mal. Ryan Bartig liegt da immer noch auf dem Eis. Wir sehen was nochmal. Ja. Auch Steven Rupprich ist das sogar. Fährt er gegen den Kopf. Oh, das sieht schon nach ausgenockt aus bei Ryan Bartig. Knallt da mit dem Kopf sogar noch aufs Eis. Das sieht nicht gut aus. Aber jetzt fordert natürlich Robert Hoffmann die Strafe. Ja, hier nochmal. Ja, beide Spieler schauen sich schon an. Ja, dann geht aber auch da. Auch Wartig will den Check setzen. Ja, dann sagt er einfach bloß das zusammen, das sieht nicht gut aus. Die Frage ist, ob man bei so einem Spielstand, der ja deutlich ist, von Dresdner Seite so einen Check eigentlich setzen muss. Ja, weil du, wie du es auch schon gesagt hast, die gucken sich beide an, sehen beide, dass der Check kommt. Schwer einzuschätzen, weil es die Rupprich auch mit dem Rücken zu uns stand, inwieweit der Arm, wie weit hoch der Arm noch war am Ende. Ja, wenn der Ellenbogen nach Richtung Schläfe geht, dann knockt es einen schon mal aus. Gute Besserung, rein Wartig. Ja, Steve Rupprich fährt er jetzt auch hin und entschuldigt sich sogar bei ihm. Ja, tolle Szene auf jeden Fall. Ja, Steve Rupprich ist da in der Hinsicht wirklich Sportsmann durch und durch, muss man sagen. Und es wird keine Strafe geben. Geh mal auf. Ich glaube, den Pass wollte er so nicht. Aber ein bisschen sinnbildlich für das ganze Spiel eigentlich. 20 Sekunden noch. Ja, und dann ist auch das letzte Sachsen-Derby in der Hauptrunde 2017-2018. Geschichte. Ja, Maximal sichert sich den Shutout. 5:0 der Auswärtssieg für die Lausitzer Füchse. Nach einer doch recht dürftigen Vorstellung der Dresdner Eislöwen. Verdienter Sieg für Weißwasser, die das Ganze am Tabellenkeller nochmal wirklich richtig interessant und spannend machen. Sie rücken bis auf 2 Punkte an Krimmitschau ran und sicher geht der Blick nach Krimmitschau, ob sie denn die 3 Punkte vom heutigen Spiel zugesprochen kriegen. Wenn nicht, da sind wir gespannt auf jeden Fall. Aus Sicht der Dresdner Eislöwen sieht es immer mehr nach Pre-Playoffs aus aktuell. Und weißt du, mir ein Brand natürlich Spieler des Tages auf Seiten der Lausitzer Füchse und auf Seiten der Dresdner Eislöwen. Auch Dominik Kraft, auch sinnbildlich lange Zeit verletzt gewesen. Und er hat heute noch Einsatz gezeigt, aber so wirklich kann es heute keinen hervorheben. Das war geschlossen. Einfach nicht das, was sie wirklich können. Richtig, die können es einfach wirklich besser. Man hat es die letzten Spiele gesehen. Ja, mittlerweile gibt es die Shake-Hand zwischen beiden Mannschaften. Und wir warten jetzt noch auf. Und die Zuschauer können auf jeden Fall noch warten. Es wird noch Interviewpartner geben. Ja, genau. Bei uns gibt es seit heute wieder eine Neuerung oder eine Wiedereinführung. Wir interviewen
Auf jeden Fall ein Gästespieler nach dem Spiel auf dem Eis. Kurze Einschätzung. Und auch ein Dresdner Spieler. Wir dürfen gespannt sein, wem sich da unsere nette Kollegin herausgesucht hat. Ja, zum einen ist die Sophie dabei, die die Gästespieler übernehmen wird. Und dann auch die Saskia, die die Dresdner Eis übernehmen wird. Ja, die muss jetzt natürlich allerdings noch warten. Die Fans der Lausitzer Füchse feiern ihre Mannschaft entsprechend, die hier vor der Kurve Aufstellung genommen haben. Und gemeinsam den Sieg im Sachsen-Derby hier befeiern. Ja, ich würde einfach sagen, dann schauen wir einfach, wie es für beide Mannschaften weitergeht. Jetzt schon mal, eigentlich wollten wir es dann zwischendrin machen. Unsere Gäste aus Weißwasser bestreiten am Sonntag ein Heimspiel im Fuchsbau um 17 Uhr zu Gast. Die Bayreuth Tigers. Ja, und auf Dresdner Seite haben wir es ja gerade schon erwähnt. Sie spielen beim Spitzenreiter in Bietigheim. Bulli ist 17 Uhr. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Freitag statt. Zu Gast dann die Wölfe Freiburg. Bulli ist 19.30 Uhr.